Hallo zu On the Grid. Wir sind heute mit Nationalrat Beppo Muchitsch hier auf der Baustelle von der Volkshochschule Graz. Herr Nationalrat, um was geht es Ihnen jetzt beim Thema 60-Stunden-Woche und 12-Stunden-Tag und neues Arbeitszeitgesetz? Es geht mir darum, dass Arbeit nicht krank machen soll, vor allem in jenen Branchen, wo schwer gearbeitet wird. Am Bau 12 Stunden im Sommer bei Hitze, wo Hochsaison ist, inklusive Einsatzzeiten mit Fahrzeiten, Pendeln, das ergibt 15 Stunden. Das ist ein Wahnsinn, das ist eine irrsinnige körperliche Belastung, führt zu mehr Arbeitsunfälle und zu weniger Leistung. Also das ist nicht gerade im Sinne des Erfinders und hier hat der Gesetzgeber einfach branchenmäßig nicht unterschieden und das ist unsere Kritik. Was schlagen Sie jetzt also vor? Wie soll man das eben vermeiden, dass es zu mehr arbeitsbedingten Erkrankungen kommt und wie könnte man sozusagen hier noch einen Konsens finden, weil am 1. September startet ja eigentlich das neue Gesetz. Also es geht mir darum, dass Flexibilität nicht verhindert werden sollen. Arbeitszeitflexibilisierung in der heutigen Zeit ist notwendig, aber es geht mir um die Rahmenbedingungen. Und ich setze da wirklich auf die Vernunft der Arbeitgeber, die Leute nicht so einzusetzen, dass sie krank werden, sondern dass man auf Witterungsbedingungen und auf die Schwere der Arbeit Rücksicht nimmt. Das ist das große Ziel, ab 1.9. auch hier ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen. Wie geht es eigentlich in anderen Branchen? Was ist jetzt Ihr Plan für die nächsten Kollektivvertragsverhandlungen? Man hat ja zum Beispiel erst vor ein paar Jahren in der Sicherheitsbranche die Arbeitszeit gekürzt. Ist da jetzt wieder eine Verlängerung auch im Spiel oder wie greift das alles hinein? Also es geht uns immer um diese Diskussion Arbeitszeitverkürzung, weil wir glauben, die Arbeit, die vorhanden ist, soll auf mehr Menschen verteilt werden. Es geht uns jetzt auch darum, bei den Kollektivvertragsverhandlungen über alle Branchen gemeinsame Richtlinien zu erstellen, dass wir über Kollektivverträge faire Arbeitsbedingungen unterbringen und auch vereinbaren für die startenden Lohnrunden, die ab Herbst bei den Metallern beginnen. Im Baubereich und auch in vielen anderen ist ja die Automatisierung am Fortschreiten. Wie wirkt die sich aus? Also Automatisierung und Digitalisierung ist kein Gegner jetzt für die Arbeitswelt, sondern man muss akzeptieren, dass Digitalisierung, Automatisierung normal ist. Das ist ein internationaler Wettbewerb, aber es geht eben darum, wie verteilen wir dann Arbeitsplätze unter den Menschen, die Arbeit suchen, wenn dementsprechend Maschinen und Digitalisierung Arbeitsplätze auch vernichten. Ein Kritikbereich ist auch immer wieder das Thema unterschiedliche Arbeitsbegriffe, Angestellte und Arbeiter. Könnten Sie sich einen einheitlichen Arbeitsbegriff vorstellen und könnten Sie sich auch vorstellen, dass zum Beispiel die Gewerkschaften in Zukunft fusioniert werden zu einer Gesamtgewerkschaft? Erstens war es gerade meine Initiative, dass Kündigungsfristen, Fristen für die Entgeltfortzahlung zwischen Arbeit und Angestellte angeglichen werden. Das ist ab 01.01.2021 so beschlossen, noch in der alten Legislaturperiode. Das heißt, mit dem Unterschied, die KV-Partner vereinbaren diese Übergangsfristen, was jetzt oder nicht der Fall ist, und was die Zusammenlegung von Gewerkschaften betrifft, es gibt nur einen österreichischen Gewerkschaftsbund mit 7 Fachgewerkschaften, das funktioniert recht gut und ja, ein Arbeitnehmerbegriff ist natürlich auch die Zukunft. Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.